Nach der Entmachtung der Regierung in Tunesien hat die größte abgesetzte Parlamentsfraktion Widerstand gegen Präsident Kais Saied angekündigt. Die islamisch-konservative Ennahda warb außerdem für vorgezogene Neuwahlen. Dabei dürfe es keine Verzögerungen geben. Es dürfe kein autokratisches System aufrechterhalten werden. Nicht nur wir sehen das so, das ist die Position des Großteils des politischen Spektrums in Tunesien, das diese Ankündigung ablehnt und zu einer Rückkehr zum demokratischen System aufruft, sowie zur Einhaltung der Grundsätze der Revolution. Keine Willkür oder Einmannherrschaft. Präsident Kais Saied, hier bei einem Treffen mit den Außenministern von Algerien und Marokko, hatte am Sonntag den Regierungschef abgesetzt und die Arbeit des Parlaments für zunächst 30 Tage eingefroren. Kritiker sprechen von einem Putsch. Die tunesische Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe unter anderem gegen die Ennahda Ermittlungen wegen des Verdachts der illegalen Parteienfinanzierung aufgenommen. Die kommenden Tage werden politisch sehr schwierig. Ich erwarte, dass der Präsident einen Plan vorlegt, der die nächsten Stufen beschreibt. Zudem erwarte ich neue Schritte, um die Korrupten haftbar zu machen und eine Rückkehr zum politischen Weg. Das heißt, dass es eine neue politische Phase geben wird. Das könnte eine neue Diktatur sein. Das steht zur Debatte. International löst die Krise Sorge um die Demokratie in Tunesien aus. Die US-Regierung rief Saied auf, die Prinzipien der Demokratie und der Menschenrechte zu achten. Frankreich forderte eine schnelle Ernennung eines neuen Ministerpräsidenten.